Ja, wir begrüßen den MVP des NBBL All-Star Games, Leon Kratzer. Herzlichen Glückwunsch. Was für einen Stellenwert hat so eine Auszeichnung für dich? Ja, es ist natürlich immer was Schönes, wenn man sowas gewinnt. Und also ich habe noch nie so einen MVP-Award gewonnen und es ist echt ein geiles Gefühl, aber generell das ganze Event hier, es macht riesen Spaß und ich glaube, jeder von uns liebt es halt einfach so ein Spiel zu spielen und man genießt es halt einfach, weil man ist halt nicht so richtig ernst, aber man bleibt ruhig und alles, man genießt es einfach. Ja. Mit welcher Einstellung bist du heute ins Spiel gegangen, hier in der eigenen Halle sozusagen? Ja, es war schön, weil wir haben 4 Oysters gehabt aus Bamberg und mit der Mannschaft, mit den ganzen Jungs, man kennt sich alle von der Nationalmannschaft oder von den Auswahlmannschaften und es macht einfach riesen Spaß und wir sind reingekommen, haben gesagt, ja, lass uns Spaß haben, Jungs, und genießt das Ding und ja. 3 Viertel lang sieht das immer so ein bisschen locker und witzig aus, danach im 4. Viertel wird's ernst. Kann man sich dann noch so umstellen? Ja, es geht schon, also als Sportler muss man das können und ja, wenn wir das Ding wollen, dann gewinnen wir es auch. Wie geht's weiter für dich auch in Sachen Nationalmannschaft? Also, so wie es jetzt ausschaut, also ist ja erstmal kein Lehrgang mehr, aber jetzt bin ich im Sommer wieder in der U20 in Helsinki. Wird geil. Dankeschön. Dankeschön, ja. Danke.